Ja, hallo Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Neue Session, neues Glück. Ich habe 40 oder 50 Brandpfeile. Yay! Und was ich vergessen habe in der letzten Aufnahmesession, wir hätten ja auch sogar Explosionsbomben. Aber nichtsdestotrotz. Wir sind wieder hier. Auf dem Weg hierher habe ich leider ordentlich einstecken müssen. Und, was wir uns nicht angesehen haben, dieser Riese da. Da unten gibt es zwar eine Menge schäbiger Hunde, aber auch einiges an Loot. Scheiße, das ging schnell. Zumindest violetten Loot, den möchte ich haben. Ja, ist kein Kindergeburtstag. Okay, na gut, dann müssen wir halt gemeinsam den Weg nochmal gehen. Vielleicht mache ich es diesmal auch ein bisschen besser und ich habe die ganzen Estus fast verbraucht bei diesen blöden, dämlichen Vögeln. Einfach weil ich keine Ruhe hatte. Ich wollte so schnell wie möglich dorthin und so weiter und naja, ihr wisst das. Schade, dass die keine Knochen fallen lassen. Ich habe jetzt, glaube ich, 15 Schafe gekillt. Ja, komm. Und noch so eine Kriegsfedernkralle. Das Schwert, das verdammt cool aussieht. Jedenfalls, wir müssen. Das geht eigentlich relativ schnell. Wir haben ja da hinten den Teil. Ich hoffe nur, es passiert mir jetzt kein Fehler. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ah ja, da lang. Da war ja kein Vogel. Nein, da war kein Vogel. Wir haben ja da hinten links die Kirche quasi durchsucht. Da ging es ja auch nicht weiter, soweit ich mich erinnern kann. Und wir müssen dorthin. Da unten ist eine Nebelwand, die möchte ich mal anschauen. Jedenfalls, wir müssen die beiden nicht bekämpfen. Wir müssen nur schnell sein. So. Keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Aber ich glaube, das ist das, wo wir uns fallen lassen haben mit den Hunden und so. Und dann können wir es dort droppen. Wir brauchen auf alle Fälle ein Bonfire. Zumindest da in der Nähe, weil der Weg jedes Mal wieder laufen ist schon sehr mühsam. So, bei dem Anschleichen bringt genau nichts. Wir müssen nur schnell sein bei ihm. Darüber würde ich auch gern kommen. Kiste und was Violettes. Ah, naja, Step by Step. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich da unten nicht wieder verkacke bei diesen blöden Hunden. Na, komm her. Die teilen ordentlich aus. Das gibt's ja nicht. So, aber jetzt. Goldene Rune. Das interessiert mich. Ja, okay, dann nehmen wir die auch mit. Das interessiert mich halt mehr. Andenken der Puppen. Ein Schlüssel. Und ich war gestern beim letzten Mal aufnehmen, war ich einfach schon zu fertig. Ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist der Schleier, den wir letztens aufgesammelt haben. Verbraucht FP, imitiert Objekte in der Nähe. Das ist eigentlich ein ganz witziger Zauberspruch. Da sieht man dann halt aus wie irgendwas Randommäßiges aus diesem Level. Also wie ein Kasten oder ein Fass oder was auch immer.
Andenken der Puppe. Auf rotem Samt gebettete Brosche. Steht aber nicht genau, was sie kann. Ist das, was wir ausrüsten könnten? Nein. Na gut. Auf der Seite. Na dann. 50 Brandpfeile. Ich glaube, dieses Drecksspinnenteil sollten wir erledigen können. Er weicht halt urschnell aus. So, 10 Pfeile aber schon verballert. Wo ist er? Ich möchte dieses Drecksteil unbedingt down bekommen. So, wir probieren was anderes. Scheiße. Ich meine, der steckt schon ordentlich ein. Ja, und da geht es auch wieder durch die Wand durch. Da muss ich sagen, das überrascht mich. Das ist jetzt so gar nicht so front-typisch. Ziemlich ungewohnt, aber... Was war denn das? Magische Bolzen, fächerförmige Gravitationsschockwelle, Gravitationsexplosion. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Wow! Getroffen haben wir jetzt nicht. Okay, vor der Tür ist aber so pisst auf uns, dass jeder Schuss ein Treffer ist. Wir müssen ihn nur vor die Tür bringen. Den besiege ich im direkten Nahkampf nicht. Da drinnen ist zu eng. Wir ballern jetzt einfach mal alles an Pfeilen raus, die wir haben. Und dann müssen wir einfach nur 2, 3 gute Treffer bringen. Und dann könnte man eventuell das Mädel retten, weil dann gibt es keine Spinne mehr, für die man sich opfern kann. Shit, der Pfeil war unnötig. Jetzt haben wir ihn. Down. War jetzt nicht unbedingt heldenhaft. Und wir haben ordentlicher Material verbraucht. Aber nachdem die Bonfire so arschweit weg sind, geniere ich mich gar nicht dafür. So, mal schauen. Ich muss aufpassen. Beim letzten Mal haben wir ordentlich gesäubert. Was wir diesmal nicht haben. Das heißt, da sind noch einige Gegner da, beziehungsweise warten auf uns. Blutstillende Poli. Aber das ist garantiert der, schaut euch das an. Dieses Massaker. Genau, das waren aber eh eigentlich die Easy Ones. Bis auf den da oben. Das war ein großer. Wütender.
Den werden wir aber outrunnen, indem wir. Moment mal. Boah, scheiße, ist der schnell. Warum fürchte ich mich vor dem? Das war gar keiner von den Riesengroßen. So, und jetzt können wir uns in Ruhe umsehen, wie wir da hochkommen. Zu dem interessanten Loot. Wollte ich backstabben. Naja, egal, dann halt so. Da ist ja dieser Ritter, der Fette, ich höre ihn ja. Ja, verdammt, da kann man nicht durch. Nicht von dieser Seite aus zu öffnen. Dann schauen wir uns mal da nochmal genau an. Das können wir jetzt in Ruhe. Und als nächstes reisen wir dann tatsächlich zurück zur Hütte und sagen ihr, sie muss sich nicht mehr die Arme und Beine ausreißen und an die Schmerzen gewöhnen, weil dieses Mistdrecksviech nicht mehr da ist. Es gibt keinen Grund mehr. So, und ich bilde mir ein, vielleicht ist da wirklich jetzt eine versteckte Wand. Oder halt auch nicht, nur Einbildung. Was ich allerdings nicht weiß, bis jetzt nicht, ob die Schwerter, ob wir die reparieren müssen gelegentlich. Ich hätte jetzt noch nichts gesehen, ich habe aber auch noch nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Gut, da ist nichts. Da draußen, ich glaube fast, meine Theorie stimmt nicht, die haben sich nicht vor dem gefürchtet. Der kann ja nicht, also der konnte ja nicht durch die Türen durch, sondern ich glaube vielmehr, die haben geschaut, dass die freiwilligen Opfer, die da abhängen, nicht mehr rauslaufen konnten. So, es würde da lang gehen. Aha, jetzt sind wir da unten. Dunkelschmiedestein. Aber das ist jetzt auch nicht die Stelle, ha? Haben wir einen Steinwerfschlüssel? Nein. Schade. Puh. Ja, ich hoffe, ich merke mir das. Sollte ich drauf vergessen, erinnert mich in den Kommentaren dran. Hebel versuchen. Ja, warum soll ich es versuchen? Das ist ja noch nicht aktiv. Jetzt ist es aktiv. Okay, wir haben den Shortcut. Wir haben den Shortcut, glaube ich. Weil... Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist das, wo der Ritter patrouilliert und da ist das Bonfire. Okay, dann rasten wir mal. Boah, das war ein Materialfight jetzt gegen den. Und... Wir beamen uns, wo war sie denn? Beim Haupttor, glaube ich, oder? Margit, das grausame Mal. Tunnel zum Schloss. Ich glaube, beim Tunnel zum Schloss. Ich hoffe, dass die ja nur einmalig waren, dass das keiner von denen war, die immer wieder auftauchen. Aber dazu war er zu prominent. Nein, Tunnel zum Schloss war es nicht. Da. Hütte am Sturmhügel. So. Hey du, lebst du noch? Hast noch alle Körpergliedmaßen und so? A pleasure to see you. Did you give the little chrysalids the message? That I love them. And that despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Naja, es gibt keinen Club mehr, sagen wir es mal so. Andenken der Puppen überreichen. What's this?
Miss me. I can't. They all believed in me. They all thought I'd make something of myself. Me, who can't do anything. I think I'll head to the Round Table Hold. Perhaps I'll find my purpose there. Beste Idee ever von dir, Mädel. I think I'll head to the Round Table. Perhaps I'll find my. Wenigstens eine haben wir gerettet. Ich habe mir schon gedacht, die fällt jetzt voll in Debris und so und kippt uns komplett weg. Aber uns bleibt noch immens viel Schloss übrig. Und ich habe irgendwie den Eindruck, wir kamen zwar ordentlich weiter, aber auch so wirklich Progress haben wir im Schloss noch nicht gemacht. Und diesen vielen Loot, der sich da überall versteckt. Puh. Was ich aber jedoch schauen wollte. Das ist ja das Haupttor. Was sagst denn uns du? Oh, cool. Händler. So, hast du irgendwas Cooles für uns? Ja, Sturmfalkenfeder finden wir relativ oft, weil das sind unsere Hauptgegner. Banditenkleidung, die ist sehr leicht. Immunität 52, körperlich 8. Aber ich möchte dafür jetzt kein Geld ausgeben. Ballistenbolzen. Großpfeil. Banditenstiefel. Ja, nicht wirklich. Was ich schauen wollte. Wir haben uns ja runterfallen lassen. In der letzten Folge oder vorletzten Folge. Ich weiß es nicht. Keinen Überblick mehr. Ich muss zugeben, zumindest auf die, so die letzte Folge, auf die Folge habe ich mal nur eine Rauchpause gemacht. Für mich ist das nach wie vor eine Aufnahmesession. Okay, da geht's gar nicht anders. Dann gehen wir aber nochmal zurück und sagen dem jungen Mann, wir wollen das Haupttor verwenden. Weil das Seitenweg-Ding, sie haben wir eigentlich komplett durchsucht. Bis auf die eine Stelle, wo ich nicht weiß, wie wir zum Loot kommen könnten. Aber, junger Mann, wir wollen das Haupttor verwenden. Nein, ich möchte. Of course, when you approach the gates, it's only yawn. Ja, das mache ich. Hippie, Kopf hinhalten. Open the gate. Open the gates. Ich komme in Frieden. Holy fucking shit. So shit, ich kann mein Pferdchen ja nicht aus. Wo kommt das her? Wer schießt denn da eigentlich? Ich sehe ja nicht einmal was. Okay, dann will ich die einfach nur looten. Ich meine, ja, man muss zugeben, also der Main Gate ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, da oben ist dieser Ballista. Scheiße. Uff, 3021 Segen. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Wo linken die jetzt?
Was ist, wenn ich in der Hocke reingehe? Vielleicht sehen sie mich ja dann nicht, ha? Huh? Das wäre zumindest der Plan gewesen. Nach dem Zickzack. Glaube, solange ich laufe, passiert uns nicht viel. Vom Regen in die Traufe. Alter. Okay, ich glaube, es hat uns entdeckt. Was bist denn du? Braver Löwe! Braver Löwe! Ja. Ich lauf einfach mal. Ich will einfach wissen, was ich da sonst noch so tue. Die greifen uns garantiert auch an. Nein, interessanterweise nicht. Okay. Ah, das ist eine Wolke, die drüber zieht. Wie cool. Wir haben ein Bonfire entdeckt. Alles klar, Haupt geht. Erledigt. Wir können gehen. Okay, das ist Bossfight da vorne. Blitzdrachen-Talisman. Resistenz gegen Blitzschaden. Ich glaube fast, wir könnten ihn brauchen. Wollen wir, ich habe ehrlich gesagt, das ist sicher Bossfight-Gegend. Das kann nur Bossfight sein. Ich möchte aber noch nicht. Ich möchte das erkunden. Ich möchte das schön abschließen. Ich fühle mich nicht bereit für einen Boss. Wir haben zumindest das Bonfire. Da könnten wir ja rasten eigentlich. Den Löwen besiegen wir sowieso nicht. Wir haben dem fast nichts abgezogen. Ja, und die Glocke, die läutet schon so unheilvoll. Ich finde das blöd, dass ich meine Geister nicht rufen kann. Ja, das deutet alles darauf hin. Das ist garantiert eine Bossfight-Area. So weit bin ich noch nicht. Ich bin noch zu jung zu sterben. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Sie sind tot her. Wo kann man denn da jetzt hin? Egal, ich laufe einfach. Diese Drecksballista-Dings-Kacker. Touchdown! Dann halt außenrum! Ich muss nicht mit euch spielen. Was tut man nicht alles für einen... ein kleines Päckchen Medizin. Bonfire. Wir zäumen das Pferd dann einfach so voll von hinten auf. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Naja, okay, ganz so zäumen wir das Pferd nicht. Ah, okay, jetzt sind wir in dem Bereich. Turmbrücke von Limgrave. Ich wette mit euch, das ist garantiert ein Bossfight. Ich meine, was wir schauen könnten von der Hütte aus, da noch entlang zu reiten. Vielleicht sehen wir ja dann ein bisschen was. Da ist auch noch eine Brücke. Also das Schloss werden wir sicher heute und in den nächsten Folgen auch nicht so schnell erledigt haben.
gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich jetzt gleich irgendwie das Puzzle zusammensetzt und wir irgendwo rauskommen, wo man. Das könnte aber der Bereich sein. Moment, schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt? Puh, nein. Nicht dort, wo ich. Oh, das klingt schon so magisch unheimlich. Das ist so ein. Ist das so ein leuchtender? Wo wir unsere Estos verstärken können? Oder ist das ein normaler Baum? Nein, das ist ein normaler Baum. Aber die Töpfe, wir haben einen großen Topf befreit vor ein paar Folgen. Hallo! Setzt ihr die Kinder vom großen Topf? Okay, solange uns die in Ruhe lassen. Alter, ich hab. Bist du der, den ich befreit habe, oder bist du einfach nur ein Penner? Okay, ist offenkundig nicht der, den wir befreit haben. Ah ja, der wollte ja auf irgendein Turnier. Der ist gar nicht da. Ja, dich hole ich mir jetzt nicht. Da ist noch ein Bonfire. Wir checken jetzt einfach alle Graces ab. Und die. Oh. Also alleine das Schloss ist so groß wie manche andere Spiele für sich genommen. Einfach nur mal die Idee bekommen, wo wir sind. Der Wallturm. Aber wir müssen uns, wir waren da glaube ich da in der Gegend. Wir riskieren es einfach mal. Oh, Moment. Wir nehmen den Magier mit. Schade, dass ich nicht am Pferd reiten kann. Wir checken einfach mal die Gegend ab. Ich hoffe, der Magier lenkt die so weit ab, so gut es geht. Da hinten ist Loot. Schmiedestein Level 2. Ist geil. Goldener Baum. Goldene Saat. Nice. Wo ist denn mein Magier eigentlich? Der hat schon wieder den Geist aufgegeben. Mit einer leeren Batterie. Okay, er stampft ziemlich fest zu. Phase 2. Naja gut, die Eröffnungspartie geht an dich. Ja, jetzt haben wir da einen anderen Gegner getriggert. Das ist kacke. Wir halt nicht da. Oh, beim Rausziehen hat er uns gekillt. Verdammt. Ach, verdammt. Naja. So, wo kommen wir hin, wenn wir da langlaufen? Moment. Das war die Gegend. Da ist ein. Garantiert ein Boss, oder? Ich werde mit euch mal schauen. Mhm. Mighty Dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O Kindred.
deliver me unto greater heights. Well. Wieso muss ich auch durch eine goldene... So muss ich auch durch einen goldenen Nebelwand gehen. I am the Lord of all that is golden. Ist oder ist er die Spinne, die sich zusammensetzt aus Millionen Gliedmaßen? Aber es ist wurscht. Die ist sowieso jetzt in Sicherheit gegangen. Naja, was soll's? Jetzt sind wir schon mal da, da verpflanzte. Jo. Pflänzchen. Kennenlernen. Okay. Doppelschwinger. Dreifachschwinger. Ich will einfach nur wissen, was alles für Moves jetzt drauf hat. Okay, dann nimmt uns einfach nur Stamina weg. Das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Da können wir zweimal. Wow! Gottrichter Verpflanzte. Ich könnte mir ja vorstellen, in Phase 2 kommt dann sein Drache da im Hintergrund. Wird zu Leben erweckt und so und schmoren. Naja. Wollen wir nochmal probieren? Ich habe jetzt ehrlich gesagt in der Folge nicht wirklich Bock, dass man wirklich zerlegen, aber schauen wir mal. Ich mache sicher nicht wieder 1,5 Stunden, so wie Margaret, die Befleckte. Nee, das sinnlose Mal. Okay, nach links wegrollen ist ungut bei dem Move. Godric, der Verpflanzte. Ich glaube auch, dass wir da noch gar nicht herkören. Der ist immens stark. Ich meine, was ich gerne einmal ausprobieren möchte, ist, was ist, wenn wir unsere Hunde mit dazu nehmen? Ich schätze mal, die werden nicht lange überleben, aber wir können es mal ausprobieren. Tschüss. Vielleicht lenken die den ja lang genug ab, um dass wir überleben. Und ist schon, ein Wolf ist schon weg. Boah, das ist so das absolute Chaos mit seinen ganzen Händen und so. Ich sehe vor lauter Gliedmaßen, sehe ich gar nicht. Nein, der ist zu stark im Moment. Taugt nicht einmal zur Verpflanzung. Ja, im Moment definitiv nicht. Ja, das ist richtig. Wir gehören da noch nicht her. Wo ist denn das? Da oben. Okay, da merken Bossfight. Turmbrücke von Limgrave. Ja, da ist sicher auch ein Boss.
Schauen wir mal dort zurück. Okay. Godric. Ein weiterer Boss auf unserer Liste, den ich noch nicht habe. Naja. Und dann müssen wir uns halt in Ruhe mal wirklich umsehen. Ich bin ja bis jetzt nur von einem Lagerfeuer zum nächsten gerusht. Schauen wir mal. Also ich schwöre euch, das ist auch ein Boss. Das ist so ein weitläufiges, großes Gebiet. Da passiert doch gleich was. Na, was sage ich? Kann ich Hilfe holen? Nein, kann ich... Ja, wie viel noch? Also ich sag's mal, mit einem könnte man es aufnehmen. Da sind ja genau die gleich gut. Der Bogenschütze, wir laufen jetzt einfach mal. Den Bogenschützen weiß ich, den kriegen wir da. Wäre nicht der erste von. Oh. Wäre nicht der erste von der Sorte. Aber den kriegen wir halt nicht schnell genug down, bis die anderen beiden da sind. Sind denn die? Ja, okay, die sind was. Oh, Scheiße, durch die Wand, durch. So, die sind nämlich nicht so stark einzeln. Zwei gemeinsam ist natürlich eine Ansage. Was ist da? Was ist das? Runter voraus benötigt. Untersuchen. An anderen Ort reisen? Ja. Ich hoffe... Oh shit, ich hoffe, kann man da zurück. Ich habe jetzt nicht nachgedacht. Scheiße. Sturmhügel. Ah. Okay, nice. Wenn da jetzt auch noch ein Bonfire ist. Okay, ist aber egal. Da müssen wir halt einfach durch diese Gegnermassen durchlaufen. Die greifen uns sicher an. Zumindest der greift uns garantiert an. So, sorry Leute. Aber ich brauche die Federn. Mir tun die voll leid, aber ich brauche die Federn. Okay. Ich gönne euch die Freiheit. Ja, ich meine, ich rühre da halt einfach panisch, buttonmashend in der Gegend rum. Aber es wäre ja cool, wenn da ein Bonfire wäre. Weil im Moment sieht so aus, als müssten wir jedes Mal an diesen riesengroßen Wächtern vorbei. Was jetzt auch nicht so schwer war eigentlich. Aber es ist halt ein immens weiter, fast unnötiger Weg. Und ich wette mit euch, da ist der nächste Boss da drinnen. Unter Garantie. Ach ja.
Naja, zumindest hätten wir Godric kennengelernt. Der ist sogar noch eine Spur. Zuerst habe ich mir gedacht, naja, der ist nicht so schlimm wie die Margit. Oder Margit. Margit. Aber der hat auch ein ordentliches Moveset. Und vor allem, ich habe da nichts mehr. Heiliger Turm von Limgrave. Absolut fest verschlossen. Der Ausflug hat sich perfekt ausgezahlt. Aber ja, wir wissen, wie wir da hinkommen. Scheinbar über dieses Bonfire und dann schnell mal durchreisen. Ich möchte mal schauen, ob wir von unten von der Brücke irgendwas sehen. Ja, das Schloss sowieso können wir uns noch komplett ansehen in den nächsten Folgen. Das ist ja riesengroß, hätte ich nicht gedacht. Ist die jetzt schon losgestartet Richtung... Gott sei Dank. Das freut mich ja, dass wir wenigstens sie irgendwie gerettet haben. Gut. So, ich ignoriere ich mal. Geht's einfach euren Weg. Ich reite meinen Weg. Keiner kommt dem anderen in die Quere. Achso, ich kann jetzt keine Karte aufmachen. Ja, aber das ist ja das mit dem Schloss und so. Ich wollte eigentlich, ich kann die Karte nicht aufmachen, solange Duell steht, geht das nicht. Hört mal da weg. Hinfort mit euch. Waren wir da schon? Nein, aber das ist der Weg, wo ich eigentlich dachte, dass... Achso, wir sind da hochgeritten, dann irgendwie da unten durch und jetzt sind wir da. Naja, gut. Ich kann ihn nicht selektieren. Ergo ein Freund. Oder nur eine Statue. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Ja, lies die Zukunft aus meinen Händen. Of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormveil Castle still stands tall. Ja, Stormveil Castle. Na, nicht nochmal. Stormveil Castle ist tatsächlich eine ziemliche Ansage. Eigentlich quasi ja schon ein eigenes Riesengebiet. Fast so groß wie der Rest. So, da haben wir noch. Was Violettes? Violett ist immer cool. Handbuch des nomadischen Kriegers. Ja, das ist Nummer 7. Und wenn ich jetzt reinschaue, haben wir sicher... Ich verstehe es nicht. Da kam jetzt was. Moment einmal. Sturmschwingern Knochenpfeil. Ich glaube, der kam dazu. Aber beim 10er kam nichts dazu. Regenbogensteinpfeil. Also ein bisschen was kam dazu, aber halt nicht mit nomadischem 10er Tagebuch. Wieder unten geht's weiter. Ja, wenn wir schon mal da sind. Auf Stormwind Castle habe ich gerade irgendwie wenig Bock. Was sind wir denn jetzt? Da waren wir eh noch nie. Da waren wir noch nicht. Gibt es aber scheinbar auch nicht so viel zu entdecken. Okay, da gibt es auf gar keinen Fall was. Moment, ist da oben?
Ein Durchgang. Zumindest eine ziemlich düstere, entweder Schlucht oder gar Höhle. Na, Schlucht ist das. Ja, schauen wir mal, was uns hinbringt. Sorry, ich brauche dünne Bestienknochen. Es tut mir leid. Wie viel haben wir denn noch? Also wie viel brauchen wir denn noch? Eins haben wir, drei brauchen wir pro 10er-Satz-Pfeile. Jetzt laufen wir eine halbe Stunde rum und da oben steht dann ein Gegner, der uns one-hittet wahrscheinlich. Schade, ich dachte, das ist noch in der Nähe. Sorry, Wolf. Sorry, Wolf. Sorry. Oh. Dünne Bestienknochen. Ha, aber. Knochenfeuerpfeil gefiedert. Was wir auch machen könnten ist, wenn wir diesen Bergausflug da halbwegs unbeschadet überleben, in die Feste zurücksehen, Tafelritterrunde Feste, ob wie es der geht, die sich für dieses Spinnenwesen opfern wollte und die jetzt ihre Bestimmung in der Tafelrunde Ritterfeste sucht. Wow, einige Hunde. Na komm her. Liurnia, das Seenland. Okay, da muss ich doch bald ein Bonfire kommen. Ich überlege die ganze Zeit, mir geht Godric nicht aus dem Kopf. Und ich meine, er wohnt in dieser riesengroßen Burg, die bis jetzt über alles erhaben ist. Ist Godric jetzt schon der Final Boss Fight? Ich meine, ich habe ja gegen den aktuell gar keine Chance gehabt. Ich überlege gerade, warum liegen da Seelen, aber das war ja Godric. Wir kreisen ihn jetzt von hinten ein. Und es gibt noch so viel zum Entdecken. Na, das kann nicht der finale Boss sein, aber ich würde es ihnen zutrauen, dass gleich so am Anfang mal, dass uns den Final Boss um die Ohren knallen. Oh, ist das hübsch. Wenn wir jetzt noch ein Bonfire finden, wäre ich noch glücklicher. Oder so einen Kartenstein. Das wäre natürlich überhaupt das Beste von allen.
Wow. Ah, ich sehe was, ich sehe was. Folgen Sie dem Funkellicht. Verlorene Gnade entdeckt. 50 Minuten Folge. Einfach mal rasten, damit es aktiv ist. Jo, ich würde sagen, nächste Folge sehen wir uns da um. Ist das dieser Kartenstein? Sind die so eingezeichnet? Dann müssen wir eigentlich nur in die Richtung laufen. 3 Milliarden Kilometer weit. Da ist auch noch so eine riesengroße Insel und wir haben ja einiges da noch zum Entdecken, was wir noch zum Looten hätten und so weiter und so fort. Ich bin ja wie ein aufgescheuchtes Hühnchen durchgelaufen. Weil ich ja unbedingt durchs Haupttor durchgehen wollte, aber wir haben doch einige Bonfire entdeckt. Na gut, Leute, ich brauche eine Pause. Meine Stimme ist auch schon ganz kaputt. Die letzten Folgen seit der Margit-Folge sind eine Aufnahmesession. Ich mache morgen weiter. Ich muss einmal kurz rasten und chillen. Oh, da steht wer. Mit dir plaudern wir nächste Folge dann. Ich bin draußen für heute. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.